Super, für 2016, wir haben schon über die Kooperation kurz gesprochen, gibt es jetzt dann die Roadbike Holidays, die von dir geführt werden. Was wird das Besondere sein am Programm von den Roadbike Holidays Camps? Das Besondere am Programm ist zunächst mal, dass es drei Radcamps geben wird, die alle absolut gleich sind. Also gleich, möchte ich mal sagen, von den angebotenen Leistungen. Und vor allen Dingen auch, dass die Leistungen vor Ort für den Radsportler, der dann eben auch diese Reisen bucht, wirklich auf den Leib geschnitten ist. Also es wird immer wieder über 7 Tage tolle Touren geben, aber eben auch den Blick über den Tellerrand, um vielleicht aus der langen Profikarriere, wie ich sie jetzt hinter mir habe, vielleicht auch für den Hobbysportler was mitzunehmen. Okay, also du sagst, das ist jetzt nicht nur für absolute Leistungssportler, sondern auch für den Hobby-Rennradfahrer, der ein bisschen einen Einblick in den Rennradsport bekommen will. Richtig, die Roadbike Holiday Camps, die sind für jeden machbar und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, wir bieten eher einen Radaktivurlaub an mit radsportlichen Sequenzen, als jetzt ein tunnelblickendes Trainingslager für Kilometerfresser, das muss man ganz klar sagen.